Find the Pro Boxer Edition. Im Sport gibt es unzählige unentdeckte Talente. Auf meinem Kanal wird der Fußball dennoch im Fokus stehen. Dennoch gibt es heute diese Sonderausgabe, um euch eine gelungene Abwechslung zu bieten. Für diese Special Edition habe ich die bestmögliche Jury in Deutschland zusammengestellt. Der fünffache Box-Weltmeister Felix Sturm und der amtierende Box-Europameister Agit Kabayel schauen sich unsere Boxtalente genauer an. Was hat denn mit Boxen zu tun konkret? Meinst du? Der hat allerhöchsten 23 Kirmes-Boxkämpfe. Freunde, neues YouTube-Video. Heute in einer ganz besonderen Atmosphäre, denn wir drehen heute Find the Pro Boxer Edition. Ich dachte mir, Fußball ist natürlich eine richtig coole Sportart. Es gibt aber viele weitere Sportarten da draußen und viele weitere unentdeckte Sporttalente. Deshalb sind wir heute hier im Boxring. Wir versuchen unter den 7 Kämpfern hier den Pro-Boxer herauszufinden. Da ich jetzt natürlich nicht komplett vom Fach bin, habe ich eine Jury organisiert, die es in Deutschland, glaube ich, so noch nie gegeben hat und die auch nicht besser sein könnte. Deshalb kommen wir direkt zur Juryvorstellung. Freunde, mein Name ist Dia, Fußball-Influencer, YouTuber, alles, was so damit zu tun hat. Aber hier geht es mir neben mir spannend weiter. So, mein Name ist Agit Kabayel, aktuell Europameister im Schwergewicht. Und ja, ich werde mir heute die Jungs genau unter die Lupe nehmen. Und ein, zwei Leute habe ich auf jeden Fall schon im Auge. Hallo, mein Name ist Felix Sturm, fünffacher Boxweltmeister. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das Format. Ich freue mich sehr darauf und mal schauen, wer sich heute herausstellt als Pro-Boxer. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist Mehmet. Der ein oder andere kennt mich von Brother TV oder von TikTok, von den Essen-Videos. Ich bin auch heute dabei. Rechts neben mir Felix Sturm und Agit Kabayel. Ich freue mich, hier zu sein und ja, heute mal herauskriegen, wer der Profi-Boxer ist. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Freunde, ihr seht schon, wir haben eine absolut heftige Jury am Start heute. Will nicht so lange labern, kommen wir direkt zur Kämpfervorstellung. Hallo, ich bin der Topal Azar Svisayetov. Ich habe bis jetzt 6 Kämpfe im Profi bestritten. Seit 2 Jahren ungefähr bin ich im Profi. Mein Name ist Osama Kirtani. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin geboren und aufgewachsen hier in Deutschland. Ich komme aus Bergheim und bin Profi seit 2023. Hallo, mein Name ist Nicola Sant'Angelo, bin 37 Jahre alt und boxe seit schon 10 Jahren. Habe schon 25 Kämpfe, fast alle durch K.O., nur einen nicht. Ja, hallo, ich bin Leat Ibrahimi, ich bin Profi seit 2 Jahren. Ich habe 6 Kämpfe, 4 davon durch K.O. gewonnen und bin Albaner. Hallo, assalamu alaikum. Mein Name ist Jan Mohammed Yusufi. Ich komme aus Afghanistan. Bin 21 Jahre jung und ich habe 2 Profikämpfe, eine durch den K.O. gewonnen und eine unentschieden. Hallo, ich bin Emir Chayir. Ich bin 18 Jahre alt und ich bin seitdem ich 18 bin ein Profi. Ich habe mich nach meiner Amateurkarriere dazu entschieden, Profi zu werden, weil ich in der Amateurkarriere oft, ich sag mal, auf gut Deutsch verarscht wurde und mich dann dazu entschieden habe, mit meinem Trainerteam ins Profi-Game zu gehen. Hallo, guten Tag zusammen. Mein Name ist Elzen Karima, ich bin 27 Jahre alt und seit dem 30.09. bin ich Profi. Ich habe einen Kampf bestritten und leider auch eine Niederlage. So, Freunde, nochmal eine kurze Werbeunterbrechung. Eben die FitGun nochmal vorstellen für alle Leistungssportler, nicht nur Boxer, Fußballer, aber natürlich auch für jeden Otto-Normalverbraucher, der wirklich einfach Muskelbeschwerden hat, ist die FitGun wirklich ein Wundermittel. Mit dem Code FitGun50 spart ihr sogar noch 50% auf die FitGun. Ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk oder natürlich auch ein tolles Geschenk, ein toller Geschenkartikel. Ich kann es euch auf jeden Fall nur ans Herz legen mit verschiedenen Aufsätzen für jede Muskelregion. Deshalb schlag gerne zu und gönnt euch die FitGun. Freunde, das war jetzt gerade die Kämpfervorstellung. Bevor ich zur Challenge Nummer 1 komme, stelle ich euch jetzt erstmal den Mann vor, der alle Übungen heute durchgibt. Hallo zusammen, mein Name ist Claudio. Wir fangen jetzt direkt mit der Übung Nummer 1 an, mit klassisches Schattenboxen. Gucken wir mal, wie die Jungs sich verhalten, wenn die mal vor einem Gegner stehen. Mhm.
Torpal aus Tschetschenien, der erste Mann. Was sagst du? Bis jetzt macht er es eigentlich sauber, ne? Also das sieht sauber, schöner Ablauf, schöne Rechte, knackig, auch exklusiv. Knackig, das Wort ist geil. Also ist jetzt ehrlich, also... Aber meiner Meinung nach für Schwergewicht viel zu klein, aber er macht es bis jetzt sauber, ne? Ja, viel zu klein für Schwergewicht. Aber wir dürfen natürlich täuschen, dass ein Tyson war auch klein. Ja. Aber macht er sauber bis jetzt. Boxen kann der auf jeden Fall. Was sagst du dir? So, wie sieht es für dich aus? Ich sehe das so als Fußballer, mit Fußballeraugen. Ich finde den dynamisch, den Mann. Also er sieht nicht so vom Optischen nicht dynamisch aus, aber krass. Macht er auf jeden Fall clean. Er hat richtig Power. Also ich habe genug gesehen. Und wie viel der tragen muss mit seinem Gewicht. Das ist auch schon heftig. Easy. Ja, das sehr, für die Masse hat er schon sehr gute Bewegungsabläufe. Hoppa. Ja, also uns reicht, erster Kandidat reicht. Okay, danke schön. Dankeschön auf jeden Fall. Ja, sieht sehr, sehr sauber aus, clean. Osama ist der Nächste, ne? So, Osama, der nächste April-Profi-Debüt hat er gegeben, hat er gesagt. Ja, genau, der April, aber der Dings, das Featherweight. Der muss schnell sein. Und schnelle Arme. Boah, der ist schnell, ne? Der ist ja falsch schnell. Ja, ist die Gewichtsklasse auch geschuldet, ne? Der ist sehr, sehr leicht. Das ist man ein bisschen gewohnt, also ich zumindest. Aber guck mal, siehst du den Unterschied zum Beispiel zum Schwergewicht gerade eben? Er gibt zum Beispiel sehr, sehr viel, also Footwork, sehr, sehr wichtig bei ihm. Der bewegt sich sehr viel. Das ist halt der Vorteil, wenn du leichter bist, kannst du viel bewegen, hast du viel Masse zu tragen. Sagst du Beinarbeit? Gefällt sehr dir? Gut. Was mir auch immer an ihm sehr, sehr gut gefällt, er stellt sich einen Gegner vor. Weißt du, was ich meine? Er macht jetzt einfach nur Schattenboxen in welche Kombination. So, das siehst du zum Beispiel nicht. Nein, aber jetzt so, ich weiß, was du meinst, jetzt so einen Gegner vor Augen quasi. No. Jetzt dreht er sich schon in die Rechtsausschläge. Jetzt hat er die Aussage auch noch gewechselt. Was sagst du? Sehr, sehr gut, sehr, sehr clean, sehr sauber. Also auf jeden Fall gut überrascht. Beide waren sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Nikolas, der Nächste. Der ist ein bisschen wilder unterwegs, ne? Bro, der hat 23 K.O.s, 21 K.O.s, 23 Kämpfe. Also einer. 23 Kämpfe. Also einen haben wir schon mal, der rausgeht. Ja. Also siehst du einen Unterschied? Ja, Es sieht anders aus, auf jeden Fall. Ja. Aber man erkennt das sofort, ob das Boxer ist oder nicht. Wie der springt vor allem. Ne? Einer, der so viel Power angeblich hat und dann so rumspringt und so solche Haken dieser schlägt. Schwinger, das ist doch... Ja, der sieht nicht Was gut hat der mit Boxen zu tun konkret? Meinst du... Der hat allerhöchsten 23 Kirmes-Boxkämpfe. Kirmes-Boxkämpfe. Ich glaube, er... Du kennst ja bei PlayStation, die Ding, wo du selber... Ich glaube, er... Das macht er gerne. Dieser Abwehr war auch Katastrophe. Ihr seid so böse. Aber ich sag dir beide. Okay. Aber Kondition. Auch nichts mit Amateurboxen zu tun, dass du sagst, nein, auf keinen Fall. Also, also guck mal, er ist auf jeden Fall der Kandidat, für mich, den wir als nächstes rauskommen. Der also, ist auf jeden Fall raus, ja. Wirklich, Kim ist so. Bro, das Kim ist eine Beleidigung, das ist schon. Und man hat gesehen, er ist außer Puste. Ja, warte, fort, guck mal. Der ist jetzt schon nochmal. Ja. Jetzt kommen wir zu unserem. Lehrt, Albaner. Das ist für mich zu sehr Amateur. Ja, das ist sehr Amateur. Zu Amateur. Das ist Wieso? Das Amateur. Weil guck mal, er schlägt zu viele Hände. Zu viele Hände und immer leicht gepickt. Ja. Was sagst du? Für mich auch ein klassischer Amateur. Schlägt sehr viel zur Seite, zum Spiegel. Das sind so alles Anzeichen. Meint ihr nicht, jeder hat so sein eigenes Style so? Ja, aber du merkst einfach an dem, er schlägt sehr, sehr viel. Ja, ist Profis, die boxen halt 3x3 Minuten, 4x2, 5x2. Und da geht es darum, dass man viel schlägt, viel trifft. Das ist halt auch so, wie er boxt, ein Anzeichen, dass er mehr Amateur ist als im Profibereich. Und auch er ist sehr, sehr jung, sieht man auch. Also er ist sehr, sehr jung, ich glaube aber, nicht. Aber ich würde den auf jeden Fall erstmal gucken, uns die anderen noch an den Mischung. Boxen, ja, das hat Bewegungsläufe gehabt, er steht auch gut, ne? Man hat für das mich, ja. Für mich 50-50. Ja, Profis auch, also meiner Meinung nach, Profis ja nicht. Danke, Lehrt. Ja, weil er hat. Weißt du, was mich hier verwundert, ist auf jeden Fall, der hat 6 Kämpfe und 6 K.O.s.
aber sein Stil war nicht ein K.O.-Schläger. Das war eher so Punkte. Ausboxen. Und 2 Jahre Profi, ne? Das war unser, der ist Afghaner, ein Kampf, ein Sieg, ein Unentschieden, ne? Das war ja so realistisch, das Jan, ne? Mohamed. Das war realistisch. Zwei Kämpfe. Jan Mohamed. Bei manchen Kämpfen kann man das direkt sehen, ob die was drauf haben. Und der sieht richtig danach aus. Weißt du, was ich meine? Der sieht nach stabil aus, sagst du? Ja, ja. Er gefällt mir auch auf jeden Fall. Profiboxer. Jan, auf geht's. Das sieht auf jeden Fall nach Schlagkraft aus. Ja, sehr, sehr sauber. Guck mal, das ist ganz ruhig. Vor allem ganz sauber. Er hat Speed. Ich hab doch gesagt, er hat bestimmt Power. Ja, sehr schön. Beinbewegung. Da will ich nicht so ein Ding abbekommen, Alter. Guck, das ist ja richtig dynamisch aus. Ja, ja, ja. Also ich finde, bis jetzt der Beste. Also das ist ein Trauschoch dazu, ein Kampf, ein Sieg, eine Niederlage. Der gefällt mir richtig gut. Die Leber schlägt. Sehr gut, sehr, sehr stark. Ist variabel. Da geht sogar in die Kamera rein. Weißt du, wer sein Vorbild ist? Manny Pacquiao. Ja, macht er sehr gut, ne? Ja. Sehr, sehr stark. Ich weiß, er war der Beste, oder? Ja, sehr sauber. Boxerisch sehr, sehr sauber, sehr clean. Sehr gute Bewegungsablauf. Ja. Das war der ein Kampf, ne? Hier, guck mal, das ist der Unterschied daran, ne? Den anderen kann man als Profi bewerten, das sieht nach Amateur aus, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Also, nur von den Bewegungsabläufen her, würde ich sagen, der Italiener mit den 23 Kämpfen, schnell raus und ich glaube... Ja, ich bin noch auf der letzten Augen, ja, dritten. Zu offen, ne? Zu offen. Ich verstehe, was ihr meint mit Profi. Er ist auch zu offen. Wenn man das jetzt vergleicht, ne? Aber was ich auch echt so, was ich grauenhaft finde, weil, ne, wenn die immer so ihre Hände aufhaben beim Schattenboxen. Genau. Das finde ich so grauenhaft. Das lernen die beim Amateur aber. Ja. Sehr locker, weißt du? Ja. Aber trotzdem macht der Junge auch sehr gut. Ja, boxen kann er. Aber die ist vor und zurück. Er ist 18 Jahre alt, ne? Ja, aber das schließt mir auf Amateur. Die ist vor und zurück springen. Siehst du, vor, zurück. Das war ja Emir, ne? Ja. Mit einem Kampf, ein Sieg. Das Problem ist, guck mal, wie gesagt, ich kenne ihn. Ne, ich kenne ihn, aber ich weiß nicht, ob er schon Profikämpfe hat, weil er hat schon ein paar Kämpfe gemacht. Das ist ein ganz anderer Stil als alle anderen zuvor, oder? Der setzt auf jeden Fall mit dem Thema Boxen auseinander. Ja. Auch online. Das Was würdest du sagen, Felix Hetze? Der hat schon Profi-Ambitionen, auf jeden Fall. Der macht schon Sachen, die auch Profis machen können, von den Schlagkombinationen. Aber leicht ein Touch von Profi, ne? Auf jeden Fall. Auch wie er steht, in die Knie gebeugt. Ja. Steht sehr, sehr stark. Eine Sache nicht vergessen, die haben hier verschiedene Gewichtsklassen. Ja, ja, natürlich. Leicht. Der wiegt jetzt ein bisschen mehr als die anderen. Logisch. Du hast eine Kamera. Das ist auch nicht beschämend, aber ich von letzten 10. Schön. Wir haben alle, ne? Ja, dann könnt ihr euch alle wieder im Ring aufstellen, weil jetzt kommt die Entscheidung, dass wir 2 rauswählen müssen. Also 2 müssen jetzt raus, ne? Ja. Also ich und der Ali sind ja aus Dresden gekommen, also ist 7 Stunden weit von hier. Und seit gestern sind wir halt nicht geschlafen, so heute sind wir so ein bisschen müde aus, weil wir jetzt gar nicht geschlafen haben seit gestern. Und ja, ich würde nur das sagen, falls wir was Falsches gemacht haben, weiß nicht mit Absicht. Mit wem bist du gefahren? Mit Ali. Also ist einer auf jeden Fall kein Profi von denen. Wie bitte? Dann ist auf jeden Fall einer von euch kein Profi. Oder haben wir 2 Profis? Nein, ich hoffe nicht. Aber trotzdem war sehr, sehr gut, Junge. Wollte ich gerade sagen, du hast das sehr, sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr stark. Weil wir hatten letztes Mal das Problem gehabt, weil wir reden darüber, wir hatten 2 Profis einfach. Nein.
Aber sowas gibt es doch auch, oder zwei Profifußballspieler. Kann sein. Also kann ja auch sein, zwei. Aber ich glaube es, ich glaube es nicht. Lass uns noch auf einen konzentrieren. Ja, okay. Und wir müssen jetzt eh eine Entscheidung treffen. Soll ich anfangen? Oder ja, klar. Ich fange gerne an. Also ich muss mich natürlich auch ein bisschen so beraten und so, aber jetzt aus eigener Erfahrung hätte ich Nicolas rausgewählt. Das sah für mich als Laie auch amateurhaft aus. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen oder so Kirmesboxen haben mir schon gefallen. Und ich kann als Fußballer nur auf Dynamik achten und da ist mir Emir, der Mann, 18-jährige Junge, auch aufgefallen. Im Vergleich zu den anderen doch noch am wenigsten Dynamik. Genau, das waren so die beiden und die anderen waren für mich schon sehr, sehr stark. Also ich kann das nur wieder sagen, also wiedergeben, was du sagst. Auf jeden Fall bei mir ist auch die Nummer 3 eingeloggt, hier einmal unser Italiener, der K.O.-Schläger und einmal der 18-jährige Junge. Also bis jetzt die anderen waren sehr, sehr gut, haben es sehr, sehr gut gemacht und ja, ich freue mich auf die nächste Challenge. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat bis jetzt am besten gefallen der Can von den Bewegungsabläufen. Trotz, dass du gar nicht geschlafen hast, war es sehr, sehr gut, sehr explosiv, sehr schnell. Mit sehr guter Übersicht. Telsten hat auch für mich Bewegungsabläufe, die im Profibereich gehen, dass er auch tief steht, dass er auch Schritte nach links raus macht. Ja, Nicolas, 37 Jahre, der erste Punkt, dann eine K.O.-Quote von über 90% zu haben, auch bei einer körperlichen Voraussetzung, nicht persönlich gemeint, aber das kaufe ich dir nicht ab. Und dafür ist dein Gesicht noch zu sauber bei so vielen Profikämpfen. Keine Cuts, keine und. Muss auch unheimlich gute Reflex haben, ja. Und Emir muss ich auch sagen, das ist noch zu amateurhaft, dieses rein, raus, schlagen, wieder rausgehen. Also für mich auch Nicolas und Emir sind die zwei, die für mich keine Boxer sind oder Amateurboxer sind. Ihr habt das meiste schon gesagt, ne? Und da ich selber 7 Jahre Boxerfahrung habe, damals geboxt habe, kann man das ganz leicht sehen, wer vielleicht der Boxprofi ist oder nicht. Und ich würde auch sagen, der Nicolas raus, ne, da hat man das ganz klar gesehen, mit deinen Beinarbeit war nicht clean, mit deinen Schlägen, hast einen Schwingern gemacht, das würde kein Boxprofi machen, das hat man direkt gesehen. Und Emir war auch leider zu schwach, ansonsten, ja, das meiste habt ihr schon gesagt, ich würde auch sagen, Emir und Nicolas raus. Dann haben wir unsere Entscheidung getroffen und dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich bei euch beiden, bei Emir und bei Nicolas. Kommen wir jetzt zur Challenge Nummer 2 und die wird euch natürlich wieder erklärt von Claudio. So, wir machen jetzt Challenge Nummer 2. Ich werde für die Jungs Pratzen halten, ein paar Aktionen durchspielen, ein paar Kombis und schauen, was die Jungs so drauf haben. Torpal. Jetzt bin ich gespannt. Ja, gut, das sieht bockprofessionell aus. Ja. Dieses Federn am Ballbewegen ist bei ihm nicht so intensiv, ne? Nein, der dreht aber gut die Hüfte mit rein. Dann kommt mehr Power rein. Eigentlich generell bei Schweden nicht schon, dass die erstmal nur einfach nur hüpfen, ne? Sehr stark, linker. Das Einzige, was mich hier... Die Gewichtsklasse. Die Gewichtsklasse. Deswegen würde ich nicht sagen, dass er ein Profi ist. Weil ich glaube, er hat es gerade einfach aus der Universität gesagt. Er sagt, ey, ich bin Schwergewicht. Und weil er Amateurkämpfer hat, ja. Weil er ein paar Amateurkämpfer hat, und Amateur bist schon bei 40. Ich glaube, er macht sich Schwergewicht, ne? Ja, aber ich glaube sogar, der ist Amateur, hat aber eine sehr lange Zeit nicht geboxt. Aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass er der Profi sei. Er ist doch klasse, oder? Er ist sehr, sehr gut. Aber ich sagte dir, was das Problem ist, das denke ich, weil ich habe gerade einen Felix darüber geredet, ab 81 Kilo ist beim Amateuren Schwergewicht. Warum sage ich das? Ja, das ist ein Kopfgewicht, wiegt 95 Kilo. Kein 95 Kilo ist kein Schwergewicht da für mich, weißt du? Ja, ja, ich verstehe. Die wiegen meistens 100. Aber Box sehr, sehr sauber, sehr clean. Wie viel wiegst du jetzt? 114 Kilo, 150 Kilo. Und der müsste jetzt gegen mich kämpfen. Ich wiege 20 Kilo mehr als er. Und du bist 2 Köpfe größer. Und ich bin für Schwergewicht klein. 1,92. Danke. Sehr, sehr gut. Ich sage euch jetzt, Schwef, ne, der ist 81 Kilo Amateur gewesen. Ja. Hat im Schwergewicht gekämpft. Ist auch ein sehr, sehr sauberer Boxer, macht das sehr, sehr gut, aber er hat noch keine Profikämpfe. Er hat doch null Muskulatur mehr, der hat sehr lange nicht trainiert. Und das kann auch sein, aber der macht das sehr, sehr gut.
Kommen wir zum Osama. Osama, ne? Kandidat Nummer 2. Das ist ja super Leichtgewicht, heißt das, glaube ich, oder? Federgewicht. Super Federgewicht. Ich glaube 58 Kilo oder sowas. Das ist aber auch so eine böse Bezeichnung, Federgewicht. Ja. Ja. Das war eine Schlagkraft, oder? Aber irgendwie, als wenn der andere schneller wäre, ne? Obwohl er mehr Gewicht hat. Der hat eine gute Schlagkraft für sein Gewicht. Das meine ich, das hörst du schon. Federgewicht, das ist ein 40 Kilo Unterschied. Er ist, wie die Fußballer mal so sagen, der macht der Arbeit sehr sauber. Der kann boxen. Ja, ja, aber er hat doch viel geschmissen. Er schlägt sauberer und korrekter. Siehst du? Auch mit seinem, guck mal, wie er seinen Haken schlägt, wie er den eindreht. Er hat eine bessere Übersicht auch. Und ist ruhig. Ruhig, keine Hektik. Okay, weil die sagen, das wäre eine Inhalt. Jetzt wirst du einen Unterschied sehen, weil er hat schon gerade eben auf der Kippe. Er war schon wackelig, ja? Ja. Jetzt wirst du einen Unterschied zwischen den beiden auf jeden Fall sehen. Auch von der Power her. Okay, ich bin gespannt. Macht er gut, aber. Mach dich verzagen, Mann. Aber er boxt für mich wie ein Clash-Amateur. Grundschule, links, rechts, gerade, ganz steif. Er kämpft wie ein Spiel. Aber stark ist das auch. Ja, das ist aber bei den Platzen, aber das knallt immer. Wenn du gut triffst, knallt das. Jetzt wird Problem, wenn er Kombination machen muss. Weißt du, wir hatten Glück gehabt, dass Osama vor ihm war, weil sie es direkt erkannt haben, weißt du? Ja, verrückt, Alter. Also, ja, sehr gut. Dankeschön. Aber er ist mein Favorit. Aber ich glaube, bei dem können wir was erwarten. Jan Mohammed, gerne. Sehr gut. Ich glaube, bei dem braucht man gar nicht viel zu reden. Das ist ein Biest, Mann. Und das ist Rechtsauslage, ne? Schön explosiv. Ja, hat er schon Druck drin. Da war gut. Der dreht nimmt auch die Hüfte mit rein. Okay, danke. Okay. Dankeschön. Sehr, sehr gut. Helsen. Gerne. Helsen. Das ist halt zu viel, diese Amateur. Das ist zu viel, was? Dieses Titschen war zu viel. Zu viel für Amateur. Aber jetzt die Kopfhaken sind schön. Die Haut der hart. Merkt ihr eine Sache? Die Führhand ist ganz vorne und das machen eher die Amateurkämpfer. Voll, das wollte ich gerade sagen, das ist dieses Titschen auch. Dieses Titschen mit der Führhand, weißt du? Was mir bei ihm auffällt, er hat sehr langsame Bewegungsabläufe und alles dauert ein bisschen lange bei ihm. Da gehe ich mit. Die Dynamik fehlt. Das ist eine Dynamik, ne? Aber sehr, sehr gut. Dankeschön. So, jetzt kommen wir zur Entscheidung. Hat auch wieder Bock gemacht, das zu sehen auf jeden Fall. Ich hatte richtig Spaß. Agit wollte gerne noch starten. Also auf jeden Fall unser Albaner hier mit 6 Kämpfen, 6 K.O.s, 20 Jahre. Guck mal, du warst auf jeden Fall, hast eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Aber ich bin ehrlich, fürs Profi wird es auf jeden Fall nicht reichen. Ne? Da denke ich einfach, dass du auf jeden Fall, ich würde es nur sagen, das ist nur meine Meinung. Ich habe mit den anderen noch nicht abgesprochen. Ich denke, dass du da nicht der Profi bist. Und was mir dann halt aufgefallen ist bei Telsen, dass du zu leicht, dass wenn du deine Vierhand schlägst, du wischst sie, du schlägst sie nicht, du wischst sie quasi, weißt du? Und das machen halt sehr, 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 sehr viele Amateure. Aber wie gesagt, ich habe mit den Jungs noch nicht abgesprochen. Aber Lea, ich glaube, du hast gesagt, du bist 18, ne?
20, ja, finde ich auch noch sehr, sehr jung für einen Profi, um ehrlich zu sein. Und halt von den Bewegungsabläufen. Man sieht, deine Bewegungsabläufe sind eigentlich typisch amateurhaft, was die Amateure gerne machen. Deswegen bist du meiner Meinung nach auf keinen Fall Profi. Und ich bin auch der Meinung, dass Telzen, ich glaube, du bist mit dem Boxsport verbunden. Kann aber zwei Sachen sein. Einmal, du hast einen langen Break hinter dir und du bist jetzt wieder eingestiegen. Oder du machst es einfach wirklich rein hobbymäßig, mal ein bisschen Training, mal ein bisschen rausnehmen, ein bisschen was für TikTok, für Social Media. Ich glaube nicht, dass du auf dem Niveau bist, wo man als Profi-Boxer sein müsste. Und noch ein springender Faktor für mich immer ist auch das Körperliche. Man merkt einfach, wenn ein Mann trainiert ist, wie er sich bewegt, ob er schnell pumpt. Und für die Gewichtsklasse, egal ob Cruiser oder Schwergewicht, hast du einfach nicht die körperlichen Voraussetzungen, um im Profibereich mithalten zu können. Also ich wollte mich erstmal recht herzlich für die Kritik bedanken. Das bedeutet mir sehr, sehr viel, dass ein Felix Sturm und ein Agit Kabael mein Boxen bewerten. Wer hätte das gedacht? Ich habe mit 23 angefangen zu boxen. Ich bin jetzt 27 und das stimmt. Wenn ein Felix sagt, dass ich nicht die körperlichen Voraussetzungen habe, es liegt einfach daran, dass ich vor circa 3 Jahren mal 140 Kilo gewogen habe. Wie viel? Hab 140 Kilo, also 138, 139 ungefähr. Stark. Ich habe mir vorgenommen, ein Vorbild für meinen Sohn zu sein. Also mein Sohn ist jetzt auch 3 Jahre alt. Ich will einfach ein gutes Vorbild sein, habe angefangen zu boxen, habe ein paar Amateurkämpfe bestritten, leider nicht so viele, und bin dann ins Profibereich rübergegangen. Habe, wie gesagt, einen Kampf bestritten, eine Niederlage, aber ich arbeite an mir. Die Sachen, die Sie sehen, sind einfach Dinge, die mir noch fehlen, gewisse Basics, an denen ich wirklich jeden Tag arbeite. Ich arbeite wirklich hart. Killer-Typ, ja. Wir müssen ja heute nur nach der Leistung gehen, ne? Also wir gehen wirklich nach der Leistung und ich bleibe bei meiner Meinung, weiß aber trotzdem, nichtsdestotrotz, Respekt erstmal an dich, dass du von 140 Kilo, was wiegst du jetzt aktuell? 91. Also ich pendel immer so zwischen 86 und 91. Du bist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Vorbild und dass du überhaupt den Boxsport so pushst. Also ich bleib bei meiner Meinung auf jeden Fall. Und, aber was wir alle, glaube ich, sagen können, erstmal natürlich riesengroßen Respekt vor der Leistung. Bleib auch weiter dran, weißt du, die Abläufe sind gut, muss einfach dran ein bisschen gearbeitet werden. Ich würde dein Boxstil ein bisschen anders versuchen zu bearbeiten. Und ich glaube, bei dir liegt ein bisschen was anderes. Man sieht, du beschäftigst dich damit, du schaust dir von dem ein bisschen was ab. Ich würde so ein bisschen mir nach gewissen Leuten mich orientieren, die zu dir passen, von der Größe her. Und wenn du schon so viel abgenommen hast, kann ich dir noch einen Rat geben. Versuch noch ein bisschen abzunehmen. Versuch runterzugehen, sogar ins Halbschwer- oder Cruisergewicht. Ich glaube, das wird dir gut tun. Und wenn du noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinbekommst, das wird auch dein Boxen noch sehr, sehr gut tun. Was soll ich sagen? Ich habe nämlich mit 2 Profiboxer, die haben schon eigentlich das meiste gesagt. Was ich nur dazu sagen kann, ich sehe die meisten im Internet oder auf der Straße, wo auch immer, Schattenboxen sind sie sehr, sehr gut, aber wenn es dann um Pratze oder gegeneinander kämpfen ist, dann enttäuschen sehr, sehr viele. Und ich will damit sagen, beim Schattenboxen hast du clean geboxt, da war ich überrascht. Aber Pratze, hat es nicht so gereicht. Ja, dann Torpal, du bist ganz, ganz sicher im Ring. Mir gefällt das. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie das Gefühl, du könntest es wirklich sein. Lea, das hat nicht gereicht. Deine Beinbewegung waren auch nicht so waren auch nicht so clean und ich würde sagen, Lea raus. Also dem ist ja nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich hätte auch Leert gesagt, weil wenn ich das mit Fußball wieder vergleiche, erinnerte er mich so ein bisschen wie so ein Jugendfußballer noch, weißt du? Dass er so ein bisschen jugendlich ein bisschen aussieht, aber ist jetzt meine Meinung, ist glaube ich nicht so wichtig, um ganz ehrlich zu sein, wie die von Agit oder von Felix. Aber es ist jetzt nur mein Auge, was ich dafür habe, als neutraler Zuschauer und Boxfan, der ich bin. Und ich würde auch mit Hayes mitgehen, weil das war für mich einfach nur so ein bisschen, ich vergleiche nur die Dynamik und da fand ich die anderen Jungs ein bisschen dynamischer. Aber trotzdem, hat richtig Bock gemacht, dass ihr beide da wart. Und Dankeschön, okay, Hayes danke. Und Leert. Ja. Vielen, vielen Dank, Jungs. So, jetzt kommt die Challenge Nummer 3. Die Jungs machen jetzt bedingtes Sparring. Also wir wollen technisch sehen, wir wollen die Schnelligkeit sehen, kein Knallen. Und ja, bin mal gespannt jetzt, wie sich jetzt hier... Let's go.
ist zu hektisch. So aufregend. Ruhig bleiben, Jungs, ne? Ja, die wollen schon. Aber der ist Schwergewichtler, der versucht ihn wegzuhalten, klar. Aber eine Sache darf man nicht vergessen, wegen den Kameras. Sehr, sehr, sehr gut. Gibt auch schön. Schöne Beine. Ja. Oh, guck mal, wie der durch die Mitte schlägt, der Schwergewichtler, dass er das Auge dafür hat. Der Jump, ne? Mhm. Das ist unterschiedlich. Nee, der Körper, das auch, ne? Da siehst du, wie der reindrückt. Der sucht den Kontakt zu dem, weil er merkt, der ist schnell, der ist flink. Aber wo du jetzt sagst, den Ton angeben und so, ne, dass ich darauf achten soll, ich sag, das ist, für mich gibt gerade keiner den Ton an, oder? Doch, der sind auch Gewichtsklassenunterschiede. Ja. Der andere macht, der versucht nur zu zeigen. Sehr, sehr schöne Maid-Bewegung. Sehr schön. Was hast du? Warte, stopp. Jungs, chillt mal ein bisschen. Chill, warte, erst ruhig bleiben. Ich muss kurz noch fragen. Jetzt aus dem ersten Kampf, was hast du daraus jetzt sehen können? Also ist ja ein viel Gewichtsunterschied. Ne? Aber der eine versucht natürlich raus aus der Situation zu gehen. Er versucht mit seinem Gewicht Druck aufzubauen. Aber werden wir gleich weiter, müssen wir uns weiter angucken, weißt du? Okay, alles klar. Aber beide haben sehr gut gemacht. Schönen Körper rein. Was war das für ein Fuß? Mach mal das mal. Das macht Paul Jones Junior gerne. Ja, ja, der spielt mit ihm. So Faxe kann man gerne machen. Das ist der Nachteil, ne? Wenn man einen kleinen Gegner hat. Sehr stark. Dann kann man schnell den Körper treffen. Ja, gut. Oh, war ein Treffer? Ja. Aber man darf jetzt aber auch nicht vergessen, der Gewichtsunterschied. Nicht nur das, auch der John hat jetzt die Runde mit dem Schwergewicht schon drin. Der hat aber gar keine Deckung mehr gehabt, oder? Ja, aber macht schön Distanz schon beibehalten. Aber der Kleine macht das gut. Boah, John, das ist sehr, sehr, sehr stark. Oder John ist auch auf der Distanz sehr, sehr gut. Aber der Usman macht das bis jetzt gerade sehr, sehr gut. Sehr, sehr super, ne, wie der ausweicht. Denkt man gar nicht. Ich mag das, Bruder. Mit dem Ausweichen kann er so gut, ne, der Kleine. Also das ist jetzt mal so ein 40 Kilo Gewichtsunterschied, ne? Das ist heftig, Alter. Guck mal, der Usman macht das aber sehr, sehr gut. Ja, passt auf die Kamera sogar auf, das gefällt mir noch besser. Der Torpol ist wirklich sehr gut. Für den Schwergewicht hat er ein sehr gutes Auto und reagiert schnell. Kann sehr schnell kontern. Super. Der hat ihn einmal getroffen, ne? Aber ist auch enorm Gewichtsunterschied, ne? Ja, aber du siehst das. Der ist so flink. Oh, da saßen zwei Dinger. Sehr, sehr stark. Mit dem Ausweichen ist er krank. Junge. Da zum Beispiel könnte man jetzt mehr sehen, wer was drauf hat. Ja, super geil. Ja, gut, klar, der Schwergewicht hat nicht durchgezogen, ne? Hat nur ein bisschen Druck gemacht. Meinst du klein? Wir? Ich sag mal, klasse. Der hat überrascht jetzt. So, Freunde, bevor wir zur Entscheidung kommen, weiß man, richtig geiles Halbfinale, hat mir richtig Spaß gemacht, will ich noch so ein bisschen die Werdegänge von den Jungs hören, beziehungsweise wir alle wollen das mit Sicherheit hören, wie die einfach zum Boxsport gekommen sind, wie die aufgewachsen sind. Und deshalb fangen wir einfach an mit Turpal, den allerersten. Ich boxe seit meinem 5. Lebensjahr. Und zwar hat mich mein Vater und mein älterer Bruder trainiert, die selber schon geboxt haben. Meinen ersten Boxtrainer, außer mein Vater und mein Bruder, hatte ich erst in Deutschland gehabt, mit 13. 2013 bin ich nach Deutschland gereist. 2013 hatte ich auch meinen ersten Amateurtrainer. So, meine Boxgeschichte ist einfach eigentlich, durch die Familie. Wie viele Amateurkämpfe hast du gemacht nochmal? Über 190 Amateurkämpfe. 190 Amateurkämpfe hast du gemacht? Ja. Und du kommst aus Tschetschenien, ne? Ja. Da ist der Kampfsport ganz, ganz groß, MMA-Boxen. Das ist ja sehr beliebt. Das ist bei uns relativ entwickelt, Kampfsport. Das Einzige, warum du mich nicht kriegst, ne? Ich sag dir ehrlich, ich bin selber Schwergewichtler, ne? Und bin 1,92 groß und das ist richtig klein für Schwergewicht.
Was hast du denn geboxt als Amateur? Halbschwer, Mittel? 69 bis 75 habe ich geboxt. Ja, das passt eher, ne? Also das Gewicht. Osama. Also wie gesagt, mein Name ist Osama. Ich bin hier aufgewachsen in Bergheim in Ahe. Und ich habe 40 Amateurkämpfe. Und wie jeder, ich komme aus dem Block, aus dem Ghetto. Und da hat jeder nur einen Traum. Wir wollen Stars werden. In meinem Fall Boxweltmeister, so Gott will. Ich arbeite jeden Tag dafür hart. Ich habe mit 5 Jahren angefangen Muay Thai. Mit meinem Vater damals. Jeden Tag gebe ich 100%, um meinen Traum zu verwirklichen. Weißt du, warum Osama mich hat? Weil Osama ist schon richtig so eingeschoben. Er weiß ja schon, was er antworten muss. Er weiß schon, was er redet, was er tut. Ready. Weißt du, er ist so ready, er ist so als... Ja, aber weißt du, warum ich Topal hat? Topal hat dafür wirklich ein sehr, sehr gutes Distanzgefühl. Weil so leuchten, er könnte eigentlich noch viel mehr Druck aufbauen, hat er nicht. Er hat für so einen flinken Mann, hat er trotzdem sehr, sehr gut gekontert, hat die Übersicht behalten und überhaupt dieses Gefühl zu haben bei so einem leichten Mann, das ist auch schon beachtenswert. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, von all den dreien jetzt, das hat sich meine Meinung umgeschwankt. Zuerst war ich bei Can, aber mittlerweile, so bin ich ganz ehrlich, bei Topal. Von dem Ganzen, was ich so sehe, ist ja eher ein Nachteil für ihn, so, gegen so flinke Leute zu boxen, als so massiger Mann, finde ich, hat er mich zurzeit am meisten. Sollen wir uns noch eben Can Mohammed anhören? Also ich bin vor 8 Jahren nach Deutschland gekommen und ich habe angefangen zuerst mit Fußball zu spielen. Da habe ich auch eine Weile sehr viel gespielt, so 2 Jahren oder 3 Jahren. Und dann habe ich mit Knie Probleme bekommen, dann habe ich gewechselt zum Boxen. Durch Kumpels, weil die haben mich immer motiviert, zum Training zu gehen, Boxentraining, dies und das, weil ja, es gibt immer Auseinandersetzungen draußen und ich wollte nicht so klein kommen, ich wollte auch trainieren, da habe ich angefangen zu boxen. Und ja, ich boxe jetzt, wie gesagt, 5 Jahren. Ich habe 23 Amateurkämpfe, davon 21 gewonnen, 2 verloren. Und dann bin ich eingestiegen in Profi und bei Profi habe ich, wie gesagt, 2 Kämpfe, eine letztes Jahr und eine dieses Jahr. Und ja, was soll ich noch sagen? Das war's eigentlich. Wie lange bist du schon Profiboxer? Also seit 1,5 Jahren. Ja. Man sieht einfach, du hast sehr gute boxerische Veranlagen, du bist schnell, du bist flink, sehr gute Bewegungsabläufe, du hast ein Distanzgefühl, du nimmst Maß, das hat mir sehr gut gefallen. Dass du versuchst auch wirklich die Distanz zu nehmen, auch bei dem schweren Mann, und dass du auch variabel bist zum Kopf, zum Körper. Mir persönlich hat das auch sehr gut gefallen. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen fürs Finale. Felix, willst du mal anfangen? Also für mich momentan, bei mir ist es so, es hat umgeschwemmt. Ich finde jetzt gerade, was ich beim Spanien gesehen habe. Wer raus muss? Ja. Einen, ne? Einen müssen wir raus, aber habt ihr einen? Boah, ist ganz, ganz schwer. Ja, ist auch sehr, sehr schwer. Also vom Gefühl her könnten alle drei Profis sein. Ja, vom boxerischen könnten alle drei Profis sein. Ja, also wenn ich einen einloggen müsste, würde ich meinen Schwergewichterfreund einloggen, dass er kein Profi ist. Er ist ein sehr, 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 sehr guter Boxer. Nur das Einzige, was mich bei ihm irritiert hat, wo er gesagt hat, ich bin Schwergewicht, habe meine 6 Kämpfe im Schwergewicht und 5 durch K.O. Das hat mich nur irritiert. Du bist ein sehr, sehr guter Boxer, machst das sehr, sehr gut, bist sehr, sehr clean, auch in deiner Arbeit. Das Einzige nur das, was ich jetzt kritisiere. Also, wo ich einloggen würde, würde ich sagen, du bist kein Profi. Boah, für mich, Topal ist sehr sicher kontrolliert im Ring. Und was mich einfach überrascht, dass er schwer wiegt und dabei aber auch schnell ist, ne? Was man eigentlich selten auch sieht. Und das überrascht mich. Das ist ganz, ganz schwer. Ich sage euch ehrlich, mich tut das überhaupt weh, dass wir irgendjemanden rausnehmen müssen. Weil alle sind top. Was sagst du denn, mein Lieber? Sag du mal. Ich hätte vom Gefühl her, einfach nur so vom Gefühl her, Can Mohammed rausgewählt. Aber nur einfach ein Bauchgefühl. Ja, wir müssen ja eine finale Entscheidung treffen. Ich sage Can Mohammed, du sagst? Ich sag Topal. Topal flasht mich. Ich möchte, dass er noch bleibt. Der hat irgendwas, ich weiß nicht was. Also Can Mohammed. Ja, ich bin auch irgendwie für Can Mohammed. Ich weiß nicht warum. Ja gut, aber damit ist ja die Entscheidung getroffen. Ihr beide sagt Can Mohammed, er sagt Topal, ich sage Osama. Ja gut, dann ist Can Mohammed übrig geblieben und wir haben dann das Finale. Aber vielen, vielen Dank, Can Mohammed, ja? So, wir kommen jetzt für das Finale. Wir haben jetzt die 2 letzten Boxer. Die werden jetzt für 3 Minuten boxen und uns überzeugen, wer der Profi ist. Gib ich mir auf keinen Fall. Ich guck mir das Spektakel mal an. Finale. Aber nach links zu laufen ist auch gefährlich wegen dem Schlag. Nein, der läuft die ganze Zeit in die rechte rein. Ja. Wie viele Profi-Boxer gibt es in Deutschland eigentlich? Viele. Ungefähr?
300, 400, 400, 500. Wenn nicht sogar mehr. Oh. Das sieht nicht so clean aus, weißt du? Auch das mit den doppelten Aufwärtshaken, das ist auch so ein bisschen, das machen viele Profis. Das ist schon gut, das auch. Dann habe ich das Schwergewicht, dann Schwergewicht, dann wird es auch. Du warst immer da auch Box. Ja, das soll aber den machen. Guck mal, aber. Guck mal, wie du den trifft durch die Mitte. Guck das mal, auf den Männlich passiert. Also, flinker Mann. Guck mal wieder. Guck das mal, das darf den Männlich passieren. Es tut mal sehr passiv, oder? Nein, ich guck dir mal, der sucht sich das aus. Guck dir das mal ein bisschen an. Guck mal. Siehst du das? Der zieht ihn nicht. Guck mal, der macht das total gehemmt. Der zieht ihn nicht einmal durch. So. Was ich meine. Ja, wenn du nicht weiter warst, drehst du dich in den Rechtsausschläger. Sein Recht ist tot. Arschhaben, sein Kopf. Nein. Ja, aber der macht doch nichts. Tot. Ja. Das ist so richtig so. Ja, aber. Körperhaken. Ja, aber doch mal. Der ist bestimmt hin oder so. Ja, der ist. Das Einzige, der Usan, der ist aber krass Kondition. Hm? Nochmal? Das ist halt krass Gewichtsunterschied, ne? Ja, aber guck mal, was man dem Torball hoch anrechnen muss, dass er dieses Gefühl hat und nicht bei dem durchzieht, ne? Ja. Guck mal, der kann schon die Rechtsauflage stellen. Das können beide. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Aber guck mal, das ist ja wieder 10, letzte 10. Oh, tief, ne? Ja. Vielleicht. Ich glaube auch, der Tupac zieht sich, der hält sich ganz schnell zurück. Ja, sehr. Aber das ist sehr offen. Sehr offen. Er würde gerne. Ja, ich glaube, er würde gerne. Er hält sich ja komplett zurück. Du hältst dich zurück, kann das sein? Extrem, ne? Extrem sogar, ne? Ja, das merkt man. Okay, dann treffen wir die Finalentscheidung. Dann können aber alle Boxer nochmal in den Ring jetzt, ne? Boah, was soll ich dazu sagen? Ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Beide sehr, sehr super. Also ich sage, Profi ist Torpal. Sage ich ganz klar. Also für mich waren so ein paar Sachen entscheidend. Am Anfang hatte ich eine andere Tendenz, aber die Tendenz ist mittlerweile auch komplett bei Torpal, weil er einfach wirklich ein wahnsinnig gutes Distanzgefühl hat und sich kontrollieren kann. Und man hat auch einfach gesehen, die Variabilität, dass er eine gewisse Grundausbildung hatte, dass er schon eine gewisse Grund kennt, es auch über Sachen und Bewegungsabläufe als Profi hat. Und das hat mir schon persönlich sehr, sehr gut gefallen und vor allem, dass er sich kontrollieren kann. Und bei so einem schnellen, flinken Mann, dass er konterst, dass er auch eine sehr gute Übersicht hat. Deswegen bin ich der Meinung, dass Torpal der Profi ist. Ja, ich würde mit Osama mitgehen, weil ich ihn von Challenge 1 her mit am professionellsten finde. So, ich weiß nicht, ich habe immer so ein Auge für professionelle Leute und für mich wirkt der Mann von meinem Bauchgefühl her am professionellsten. Von Challenge 1 bis zum Finale. Bewegungen sahen sehr eingespielt aus, wie du sprichst, redest wie ein Profi. Ich kann ihn mir auch bei Interviews perfekt vorstellen, deshalb geht meine Stimme an Osama. Ja, ich habe auch, bei mir ist es auch sehr, sehr schwierig, weil die letzte Challenge hat es mir ein bisschen schwieriger gemacht. Würde ich mal sagen, weil, wie gesagt, der Torpal hat es mir ein bisschen so, also er hat ihm wirklich sehr, sehr gut Druck aufgebaut, hat ihm wirklich so aufgepasst, dass er nicht durchzieht, ja. Ne, und hat versucht, das Tempo zu bestimmen. Und ja, ich würde, es ist sehr, sehr schwer, ich sage es nochmal, es ist sehr, sehr schwer, weil beide waren sehr, sehr gut. Ich gehe einfach mit Torpal mit, komm. Okay, dann. Auch wenn du es nicht bist, haben wir drei. Eigentlich war ich gegen ihn, sage ich ehrlich, aber, weil halt, wie gesagt, Schwergewicht war schwierig, aber ich gebe ihm einfach mal den Lock. So, dann ist der Moment gekommen. Dann darf bitte der Pro-Boxer bitte die Handschuhe aufheben und nach vorne treten. Ich bin tatsächlich der Profi-Boxer.
mit dem gleichen Bilanz, die ich schon genannt habe. Hast du ehrlich 6 Kämpfe? Boah, stark. Ja, 6 Kämpfe, 5 davon vorzeitig beendet. Aber nicht Schwergewicht, oder? Doch, Schwergewicht und nur einer im Cruiser. Felix Sturm es schon erwähnt hat. Grundauslage ist bei mir so gewesen, dass ich die Ringkontrolle komplett übernehme und einfach dass ich einfach den Gegner jage, ne, sozusagen. Dass ich die Ringmitte hinter meinem Rücken habe. Und das habe ich auch durchgezogen. Aber du hast jetzt bestimmt bei der letzten Übung, also glaube ich, 10% oder so lang gegeben. Du hast gar nicht versucht, den hart zu treffen. Nee, wenn dann, würde ich mehrere Schläge, die ich gesetzt habe, als K.O.-Schläge schon reinsetzen. Ja. Aber man merkt schon, du hast sehr, sehr viel Druck, ne? Auch wie du nach vorne marschierst, das merkt man schon sehr gut. Ich hatte am Anfang gesagt, sehr, sehr kontrolliert und sehr, sehr sicher im Ring. Mich hast du ja überzeugt, ne? Nach den Sparring, weil guck mal, wie gesagt, wir haben ja gerade im Auto darüber gesprochen, es gibt Sandsack-Weltmeister, es gibt Pratzen-Weltmeister, Schattenboxen-Weltmeister und bei dir war es einfach, du hast einfach im Sparring jetzt, letzte Runde war sehr, sehr clean, war sehr ruhig und man hat auch gesehen, du hast wirklich Handbremse angezogen, ne? Du hast gar nicht durchgezogen. Hättest du, glaube ich, durchgezogen, wäre... Das macht auch einen Profi aus, einfach da die Handbremse anziehen zu können und auch mal einen Schlag nehmen zu können, den zu kassieren und sich da einfach mal zu schütteln und weiterzumachen. Das können nicht viele. Amateure sind dann so veranlagt, die bekommen einen Schlag und wollen direkt auch wieder antworten, wollen selber treffen. Ich bin hier in dem Fall auch der Pro. Oh, Profi? Wir haben das auseinandergenommen. Niemals. Wir hatten zwei, also wie viele noch? Wie viele? Noch jemand? Meine Geschichte stimmt zu 100%. Davon ist nichts gelogen. Alles von Anfang bis Ende stimmt alles. Wir haben es auseinandergenommen wieder. Ja. Stark, ey. Aber guck mal, wir hatten das goldene Finale. Ja, wir hatten das goldene Finale schon richtig, aber... Man darf auch nicht vergessen, also wir haben einen großen Gewichtsunterschied, aber hätten wir mal Sparring gemacht mit Gewichtsklassen, die uns ähnlich sind, da wo 4-5 Kilo, wie professionelle Boxer das machen, mit vollem Equipment, dass wir uns auch da keine irgendwelche unnötigen Verletzungen holen, dann sieht das auch irgendwie anders aus. Da hättest du nicht gewonnen. Nein, Bruder. Na, das sage ich nicht, Bruder. Ja, aber du weißt, was ich meine. Zum Beispiel, du bist in der Gewichtsklasse von Agit, wenn ich das jetzt so sagen kann. Verstehst du? Und du bist 6-0. So professionelle Leute holen gerne mal so frische Leute, die hungrig sind. Und da wäre zum Beispiel ein Sparring mit Agit oder so, wäre dann auch anders verlaufen. Ja, sage ich mal so. Ich habe auch schon Sparring gemacht. Da könnt ihr auch gerne auf meinen Instagram-Account gucken. Gegen die Nummer 2 im Super Bantamweight. Nach WBA die Nummer 2 der Welt. Da war ich auf einem Trainingslager einen Monat und da sah das Sparring wirklich sehr, sehr. Also da konnte man wirklich keine Unterschiede sehen zwischen mir und dem. Aber ist nur Sparring, das darf man nicht. Ja, richtig, ganz genau. Ist nur Sparring, da sagst du was. Dankeschön. Ich würde die Geschichte mal von Afghanen hören. Alle, also kurz eben jeder, was die anderen kurz machen. Nikolas, erzähl mal, was hast du mit Boxen in Wahrheit zu tun? Jetzt kann ich die Wahrheit sagen, ne? So, ich bin der Nico wieder, ne? Sant'Angelo, und ich mache das seit, nach meiner schwierigen OP, mache ich das seit 3 Monaten, diesen Sport. Und ich halte mich fit halt. Das sehr gut gemacht, aber ja. Super. Danke, Nico. Ich bin echt glücklich, echt. Ich bin Amateurboxer. Ich trainiere auch nicht in Düsseldorf, weil ich bin hier mit meinen Kollegen zusammen. Und ich dachte, der würde sagen, dass er aus Karst trainiert. Ich trainiere auch in Karst unter Coach Annel mit diversen Profis auch, wie Armin Ayrolay, Yusuf Zaza. Kenn ich. Guter Trainer, ja? Ja, genau. Yunus Sada und auch zukünftige Profiboxer Ben Ehis. Habe auch viele von denen schon für die Profikämpfe vorbereitet. Und ja, genau, ich bin Amateurboxer. Hast du Meisterschaften? Nein, noch nicht. Nee, noch nicht. Dankeschön. Also ich bin tatsächlich kein Profi, ich bin Amateurkämpfer. Ich habe bis jetzt 3 oder 4 Amateurkämpfe, mehr habe ich nicht. Und, wie viel? Drei oder vier. Stark, sehr, sehr stark. Ich trainiere seit 4 Jahren beim Coach Abuzar aus Dresden. Meiner Meinung nach der beste Trainer, den es je gibt, weil jeder, der da gekommen ist, ist sehr, sehr gut rausgegangen. Jeder kann da boxen und unser Trainer ist halt der Beste und ich wollte... Was mit Profi anfangen, aber ich habe viel nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin, in Profi einzusteigen. Ich habe jetzt 2 Monate nicht trainiert, weil ich hatte auch eine Verletzung an meinem Bizeps. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber auf jeden Fall hatte ich so eine Verletzung. Ich konnte nicht trainieren. Und Ali, Topal, wir sind auch Freunde, kennen uns sehr, sehr lange. Und er hat mir angeboten, hierher zu kommen. Dann dachte ich mir, warum nicht? Wenn hier schon Profiboxer da sind, dann ist meine Ehre, hier dabei zu sein.
Danke, Jan Mohamed. Ich bin nochmal der Emir. Ich boxe auch seit 4 Jahren, seitdem ich 14 bin. Ich bin auch Amateurboxer. Ich boxe natürlich auch, wie mein Trainingskollege hier lehrt. Wir boxen beide unter Coach Annel. Noch bin ich kein Profiboxer. In der Zukunft wird sich das hoffentlich ändern. Aber ich habe auf jeden Fall zur Profivorbereitung was dazu beigetragen und bin froh, hier stehen zu können. Dankeschön. Ja, hallo nochmal. Also, wie gesagt, ich bin der Telzen, 27 Jahre alt. Ich boxe bei den Faustkämpfern Köln-Kalk. Ist eigentlich ein sehr, sehr bekannter Verein, kennt man eigentlich so. Und ich habe jetzt mittlerweile 9 Amateurkämpfe bestritten. Mein Traum und Ziel ist es natürlich, Profi zu werden. Ich weiß, ich bin schon, also für 27 ist schwer und ich bin schon ein bisschen älter, aber ich habe trotzdem den Traum und egal wer was sagt, die Leute haben auch gesagt, dass ich nicht abnehmen werde, nicht boxen werde, ich stehe hier und werde inshallah viel erreichen im Boxen. Dankeschön. Ey, die haben uns geknallt. Ja, es war heftig auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß beim Zuschauen. Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, ciao.